Hallo, hier ist Anna und ich und mein Papa wollten uns bedanken für die 300 Follower. Und ich zeige euch halt heute, wie man eine Bienen- und Insektentränke macht. Jetzt suche ich noch Stöcke und halt Steine, damit die Bienen in der Bienentränke nicht ertrinken. So, dann gehen wir jetzt runter an den Tisch und dann zeige ich euch, was zusammen. Also dann bauen wir die zusammen. Also die Anna hat ja, wie es vorhin, wir haben schon Steine gesammelt. Man kann auch alles andere nehmen. Moos, alte Holzstückchen, also wirklich völlig egal, was man da findet. Man legt es einfach in eine Schale irgendwie rein. Man kann die auch dekorieren. Also Moos rein, so kleine Gartenzwerge. Man kann auch eine größere Schale nehmen. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz dazu, weil die Bienen mögen das. Also es braucht nicht viel Salz sein, ein bisschen Salz für die Mineralien. Und dann kommt da noch Wasser rein. Achtung, sonst ertrinkt man. Weiter. Perfekt. Und dann stellen wir das einfach so zwischen die Blumen und dann haben die Bienen wirklich, ihr werdet merken, die gehen da wie Hölle drauf. Oder man tut unten Rindenmulch ein bisschen mit rein in das Wasser. Also komischerweise mögen sie es auch sehr gern, die Rindenmulch. Wenn es, und dann halt unten, dass es immer schön feucht ist. Wichtig ist, dass in die Schalen, in die Schüsseln was ist, was halt, was die meiste Wasseroberfläche bedeckt, dass halt die Bienen einfach nicht untergehen. Beziehungsweise wenn sie reinfallen, dass sie wieder leicht rauskrabbeln können. Und vielen, vielen Dank für die 300 Abonnenten. Ihr seid echter Wahnsinn. Und noch was. Also Imker wissen es ja, mich gucken, aber ich habe es gemerkt, immer mehr Nicht-Imker. Wenn ihr die Bienen oder Insekten was Gutes tun wollt, bitte kommt nicht auf die Idee, dass ihr Honiggläser oder Reste von Honig draußen irgendwo aufstellt, dass die das finden. Natürlich kommen die Bienen, natürlich mögen die Bienen das. Aber da sind unter Umständen ziemliche Sporen, Faulbrutsporen drin, die halt für die Bienen überhaupt nicht gut sind. Also ihr könnt da ganze Völker vernichten mit sowas. Also bitte nie aufstellen. Und wenn ihr so leere Gläser habt, wascht es gut aus, bevor ihr es in den Glascontainer bringt. Schmeißt es bitte nie so dreckig da in die Glascontainer. Ihr tut der Natur überhaupt keinen Gefallen. Also überhaupt nicht. Das ist Naturschutz ganz falsch. Stellt lieber ein paar so Schalen auf, da haben die Bienen wesentlich mehr davon. Und Weidenkätzchen, also die Bäumkätzchen bei uns in Bayern, wo jetzt zu Ostern alle abgeschnipselt werden, im großen Stile. Erstens, eigentlich stehen die Dinger unter Naturschutz und zweitens, lasst es bitte stehen. Das ist eins der wichtigsten Nahrungsquellen für die Insekten und Bienen jetzt im Frühjahr. Da tut es der Natur wesentlich mehr Gutes. Und vielen Dank dann nochmal für die 300 Abonnenten. Also ist wirklich Wahnsinn. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht, wenn ich Glück habe, das 200 Abonnenten Spezial drehen darf. Ja, jetzt eine Woche drauf ist schon, ein bisschen über eine Woche drauf ist schon das 300 Abonnenten Spezial. Also Hammer. Wie ihr das Video teilt und so, das, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Danke nochmal. Jetzt entschieden, dass wir es hier hinstellen, weil ich finde es auch ganz schön, weil die stehen jetzt hier bei den Johannisbeeren und dann kommen sie da auch gleich hin. Ja. Wie man sieht, ich habe hier so einen alten Topf stehen. Da sind hier überall die Bienen. Überall. Obwohl es jetzt gar nicht so warm ist. Aber trotzdem, das ist jetzt zu der Jahreszeit. Oder auch im Sommer, egal wann, ist das für die ein absolutes Muss. Und durch die Steine hat man auch nicht das Moos so im Wasser. Und wahrscheinlich auch die Mineralien, die mögen das.
Das hier ist übrigens eine Wildbiene. So sehen Wildbienen aus. Und jetzt hier so am Schluss des Videos würde ich noch einen anderen Kanal vorstellen. Das ist der Mika. Viel Spaß damit und auch ein Dank an ihn. Schönen Tag noch. Vom Bienenmensch 1.0. Und ich wollte mich kurz vorstellen, weil ich eine Kooperation mit BeLive gemacht habe. Mein Video kommt dazu auch noch. Und ich wollte mich einmal vorstellen. Also ich bin Mika und ich bin 11 Jahre alt, aber nicht mal lange. Denn am 8.4. werde ich 12. Ich mache jetzt YouTube seit knapp einem halben Jahr. Und es werden noch richtig viele Videos kommen. Ich freue mich schon drauf. Ich imker jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr. Ich habe angefangen, bei einem befreundeten Imker die Völker mitzubetreuen. Und jetzt mittlerweile habe ich 2 eigene Völker und es werden immer mehr. Das war's eigentlich. Ja, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe und vielleicht möchtet ihr den Kanal ja auch abonnieren. Und tschüss, sagt Mika vom Bienenmensch 1.0.